So, das ist mal eine kurze Testaufnahme, wie gut das alles funktioniert unter Linux jetzt. Ich bin erfolgreich schon mal gewechselt. Bisher funktioniert doch alles recht gut. Es läuft leider nicht alles. Also genau wie in der Windows. Eigentlich soll es auch besser sein. Windows 2 läuft. Das ist schon mal gut. Der Rest ist nicht wichtig. Nehmen wir jetzt einfach mal eine kurze Testaufnahme, um zu gucken, welche Spiele ich wie gut aufnehmen kann und sowieso und überhaupt und ja, mal gucken, ob der Sound passt. Und ich empfehle alle, die ein SC450 USB-Mikrofon haben, auf Stereo-Ausgabe umzuschalten. Analog ist grauenhafte Soundqualität. Es sei denn, ihr wollt das, dann geht das schon, aber sonst. Gut, dann gucken wir doch mal. So, dann gucken wir mal, ob Arcanum funktioniert. Natürlich kommt. Ob es funktioniert, tut es ja, ob ich es aufnehmen kann, ist jetzt die Frage. Es. Läuft, okay, ich wollte gerade sagen, es ruckelt, aber nee, es läuft halbwegs so, wie es laufen sollte. Okay, fast. Muss noch mal ein bisschen mit den Einstellungen rumprobieren. Und mal gucken, wie das im fertigen fertigen Video aussieht. Ich nehme jetzt nur noch in Bildern auf und lade die hoch. Mache jetzt einfach 30, 60 Screenshots die Sekunde. Das nehme ich. Mal zurück. Ich habe den Deutsch-Patch noch nicht drauf gemacht, oder? Läuft das immer noch, wenn ich die Map wechsle? Ah. Brauche einen Moment, okay, läuft. Ist schon mal gut. Kann ich das schon mal weiter und Let's Playen irgendwann mal. In 1000 Jahren bin ich damit vielleicht fertig. So, nachdem ich jetzt meinen Sound noch ein bisschen leiser gedreht habe, sollte man das auch hören können. Machen wir Serious Sam? Serious Sam. Nur kurz anspielen, reicht ja. So, mal gucken, ob sie das aufnehmen lässt. Und wenn ja, wie? Gar nicht. Läuft das noch flüssig? Wäre gut, wenn das auch mit Aufnahme und der Sound ist bei mir zu laut. Wenn das auch mit Aufnahme noch flüssig laufen würde, tut es wahrscheinlich gleich nicht, weil. Entweder nämlich läuft noch erschreckend flüssig. Dafür, dass ich gerade hier so voll Dingsbums aufnehme. Ja, es ruckelt ein bisschen. Da ist meine Grafikkarte am Limit, würde ich sagen. Ja. Ich soll vielleicht nicht stehen bleiben. Ach was. Läuft aber gut. Definitiv nehme ich auf, weil sonst würde das flüssiger laufen. Was habe ich da überhaupt eingestellt gerade? Performance. Ach, nur Ultra, okay. Man kann das noch Custom machen. Custom. Aber dann ist meine Grafikkarte überfordert. Schenkt mir eine neue. Das lässt sich aufnehmen, ich könnte es Let's Playen. Ich habe das Spiel immer nur angespielt, irgendwie. Egal, als Test reicht's und ich muss hier definitiv noch ein bisschen an der Performance arbeiten. Es ruckelt definitiv. Egal, ist ja nur ein Test. So, mal testen, ob ich jetzt Binding of Isaac endlich wieder aufnehmen kann. Wir machen mal ein New Run, komm. Das würde ich auch gerne nicht mal weiterspielen. Es läuft auf jeden Fall flüssig, ob ich es aufnehme, weiß ich nicht. Aber ich denke mal schon. Sollte nochmal besser laufen mit allem, wenn ich Mesa 17 habe. 17.1. Aber es sieht schon mal flüssig aus. Nicht so wie unter Afterburner, wo ich dann noch irgendwie 30 FPS hatte. Das war nicht so lustig. Boah, kann ich entweder Isaac spielen? Also ich könnte sie die ganze Zeit spielen, aber ich wollte es halt nicht fürs. Oh Gott. Beste Item überhaupt. So, OBS fehlt definitiv noch eine Anzeige für die FPS-Anzeige, genau. Ach nö, nicht dieser Bug. Wieso das wird auf normal zurückgestellt? Mal gucken, ob das Schlachtfeld funktioniert, aber das sieht gut aus. Spiel zieht ja nicht viel Leistung. Muss ich auch endlich weiterspielen. So viel Spiele, so wenig Zeit. Und jetzt? Ah nein, hat sich nicht verabschiedet. Okay, hatte ich die Mission nicht schon abgeschlossen? Das werden wir dann anders mal sehen. So eine Testaufnahme. Schlacht verlassen. Läuft doch gut. Hey, Open Arena gibt's auch für Linux. Ich freue mich einen Ast. Läuft erstaunlich flüssig mit. Nehme ich auf? Habe ich die Aufnahmegaste gedrückt? Ich weiß es nicht. Es
Das sind keine Gegner, wieso bin ich noch nicht tot? Muss ein Bug sein. Konnte man die nicht auch zoomen? Ach ja, richtig. Hallo? Sollten die nicht irgendwie Gegner sein? Ach, da sind ja welche. Ich bleib einfach mal stehen. Was soll schon schief gehen? Ich glaube, an den Soundeinstellungen muss ich insgesamt noch ein bisschen arbeiten, aber es funktioniert schon ganz gut. Ja, ich hab's immer noch voll drauf. Ey, wisst ihr, was noch läuft? Forsaken. Finde ich jetzt nicht gut. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Intro eine halbe Stunde dauert? Habe ich das schon mal gezeigt? Nee, es ist nämlich total uninteressant. Mach es weg, bitte. Hey, ich kann auch Nintendo-Spiele spielen. Ich kann Mega Man weiterspielen. Habe ich den fünften Teil im Spiel? Ah, irgendwas passt bei den Soundeinstellungen schon mal gar nicht, so wie sie das anhört. Irgendwas knarscht. Ah, das klingt unschön. Da muss ich nochmal nachkonfigurieren, glaube ich. Oder soll das so? Nee, da muss ich nochmal. Ich arbeite noch an den optimalen Konfigurationen für alle Emulatoren. Ich habe auch DOSBox noch nicht konfiguriert. Oh Gott, das klingt ja grauenhaft. Hey, aber der Amiga-Emulator funktioniert. Ist doch schon mal was. Das heißt, ich kann es jetzt nochmal durchspielen. Fangen wir gleich an, dann dauert es nicht so lang. Ich glaube, ich muss die Grafikoption hier auch nochmal überarbeiten. Ich habe auch Dolphin schon zum Laufen gebracht. Und DOSBox muss ich noch konfigurieren. Und Zetsnes. Nee, doch, Zetsnes auch. Wenn ich Zetsnes. Wir beenden die Sache jetzt mal bitte, ja. Es läuft auf jeden Fall. Lässt sich auch gut aufnehmen. Finde ich schon mal gut. Das ist ja nur ein kleiner Test. So, StarCraft 1 funktioniert auch. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, das muss ich im Fenster spielen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber zum Glück kann man ja Fenstermodus erzwingen. Ich glaube, irgendwas ist hier noch nicht so ganz richtig. Also ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht soll das auch so. Ich habe das aber ein bisschen anders in Erinnerung. Grafikoptionen, der Wahnsinn. Ja, da muss ich nochmal dran arbeiten. So, Far Cry 1 funktioniert aber. Das wollte ich auch schon ewig mal let's playen. Merkt man so minimal, dass ich einfach wahllos irgendwas installiert habe? Na. Nee. Ich spiele auf der leichtesten Stufe, oder? Hast du das gehört? Irgendwie ist der Sound gelegentlich so wie knarzig. Muss ich noch dran arbeiten? Ich arbeite dann. Könnte auch sein, dass es einfach nur gerade viel zu laut ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich muss sagen, für das Alter sieht das Spiel immer noch gut aus. Jack, ich habe Ihren Kompass mit dem Empfänger synchronisiert. Ab jetzt steht Ihnen eine provisorische Pallmarke zur Verfügung. So, Dawn of War funktioniert auch. Das weigert sich aber aktuell noch hartnäckig im Vollbild zu laufen. Da crasht es immer und sagt mir, ich habe keine Grafikkarte. Im Fenstermodus funktioniert es. Wollte ich gerade sagen, jetzt crasht es oder was? Nee. Zeigt mir einen Ort, der bereit ist, das Geschenk der Elder zu erfahren. Das ist gerade so ein bisschen scheiße. Da muss ich nochmal nacharbeiten. Das ist ein bisschen scheiße zu spielen. Wobei wäre auch lustig, ich komme hier ständig dann raus. Klingt nach Spaß. So gar nicht. Aber da arbeite ich noch dran. So, der Weinanbausimulator, der funktioniert hier auch. Und der Windows hat ja leider nicht funktioniert, was wirklich schade war, denn ich habe das Spiel zwar nie gespielt, aber es sieht schon mal toll aus. Ich meine, das sieht doch schon nach Spaß aus. Das wird bestimmt richtig gut. Nach dem, was ich gehört habe, soll das Spiel richtig gut sein. Naja, richtig. Ja, das... Oh Gott. Alter, der Sound ist gerade gar nicht laut. Ah, brech das mal ab, Alter. Dreh das mal 2000 Nummern runter. Gott. Und dann beende das bitte wieder.
So, das sollte es für meinen kleinen Test erstmal gewesen sein. Ich habe schon genug Dateien, bevor das Ding wieder 20 GB groß wird. Also vermutlich sowieso werden wird, aber das ist egal. Und ich gehe dann nachher noch eine Runde Binding of Isaac oder so aufnehmen. Oder vielleicht gucke ich erstmal, wie es aussieht. Ach was, ist überbewertet. Egal, das war ein kurzer Test. Muss ich. Und ja. Dungeon Lords läuft leider nicht. Und ich hoffe, Machines läuft auch nicht. Ich hab's noch nicht getestet. Ich will das nicht testen. Ah!